jetzt habe ich super, endlich habe ich's, ey, ohne Scheiß. Yasuo, warum? Warum tust du das? Jetzt ohne hier einen Wurm zu setzen, farmen, das ist eine sehr gute Idee. Dieser Typhoon schon wieder, warum steckst du die Scheiße hoch, wenn du es dann wegschmeißt? Ah, das tut weh. Schmerzen, es sind einfach Schmerzen, die mir dazugefügt werden. Ich werde Shurima wieder aufstehen. Sag mal gut, jetzt haben wir gut Laufspeed. Niemand kennt den Willen der Wüste besser als ich. 400, das ist ganz angemessen. Ist zu groß. Wir sind das Ergebnis unserer Entscheidungen. Diese schlafende Welt muss erwachen. Ich habe noch einen Teleport. Ohne Shurima gibt es keine Zukunft. Da kann ich jetzt eh nichts reißen da drüben. Ein Gegner verfällt im Blutrausch. Soldaten, vorwärts! Letzten Endes werden wir alle unseren Weg haben. Dann farm ich halt mal kurz ein bisschen, wenn ich halt eh nichts reißen kann. Jene, die mir folgen, folgen. Ja, du bist gestorben, warum ist mir das klar gewesen? Niemand kennt den Willen der Wüste besser als ich. Die Geschichte wird von uns geschrieben. Ich bin Shurimas Sonnenaufgang. Schau ich mal, ist kein Fehler. Betracht sie. Ich werde Shurima wieder auferstehen lassen. Wir werden ausgraben, was verloren ging. Der Befehl wurde erteilt. Der Wille ist mein. Ein Herrscher erkennt, wenn die Zeit reif ist. Wir sind das Ergebnis unserer Entscheidungen. Geht mit mir und lernt Erhabenheit. Ich werde ihre Augen öffnen. So, Vorsicht, der Uli wird gleich hochkommen. Ein Gegner wurde getötet. Darum gehe ich erstmal zurück. Obwohl, ein Gegner wurde getötet und Shaco ist gerade dabei. Diese schlafende muss erwachen. Das ist kein Wort, scheiße. Opfer ist zu groß. Aber wenn sie dein abzweigen müssen für mich, dann war's noch nicht. Imperator in Frage. Glaubt an die Zukunft. Shurima lebt in mir. Soldat, vorwärts! Wer verleugnet uns? Wenn sie jetzt einen für mich abzweigen müssen, dann war's das für sie. Alle Augen sind auf uns. Shurima gibt es keine Zukunft. Loyalität wird belohnt. Schade. Schade, schade, schade. Aber okay. Ich habe einen Gegner gekillt und habe die Lane zurückgepusht. Ich nehme das jetzt mal als Erfolg. Theoretisch gesehen hätte mein Team, da zwei hier zu mir gekommen sind und noch vier aus meinem Team da waren, jetzt durchpushen können, aber ich glaube, ich darf nicht allzu viel Hoffnung in dieses Team setzen. Das ist jedes Mal dasselbe. Na gut. Kaufen wir uns mal das Item. Jetzt haben wir 5 Items voll. 40% Abklingzeit haben wir. Wir haben 530 AP. Wir haben, können wir mal ganz kurz schauen. Lebensregeneration, na gut, das ist jetzt nicht so. Rüstungsdurchdringung nochmal 6%, das bringt uns auch nicht viel. Angriffstempo mal 1,25, das ist okay. Lauftempo, ja, ja. Fähigkeitsstärke, Magiedurchdringung nochmal 6%. Ich sollte mir vielleicht noch was zur Magiedurchdringung holen. Ein Gegner wird zum Berserker. Warte mal, haben wir eventuell... Kann man gar nicht einschalten, gell? Moment, Magieresistenz und dann noch Magiedurchdringung hätte ich gern.
Nee, das geht nicht. Ah! Das hört sich gut an. Die Aufgestiegenen werden die Menschheit erleuchten. Ich bin in 10 Min 40. Die Macht der Sonne lebt in Shurima. Wir wandeln auf dem Pfad der Erleuchtung. Das Vermächtnis Shurimas wird überdauern. Mein Imperium lebt in jedem Brand. Die Aufgestiegenen werden die Menschheit erleuchten. Das sind zwei nicht bei uns. Loyalität wird belohnt. Ja, keine Chance. Haben sich gleich zwei Leute gleichzeitig bei der Generina erkennen lassen. Oh mein Gott, es ist so schlimm. Es ist einfach so schlimm. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Magieresistenz hier. Ich muss ja hier alles sein. Ich muss Tank sein, ich muss Schadensdealer sein, weil das kriegt ja keiner hin hier. Ja. Sondern das hätte mir in dem Fall jetzt auch nicht geholfen. Na komm! Na komm! Gleich wird das fertig sein, na komm! Du. Das Gegner-Team ist eigentlich so schlecht, ne? Keiner von denen hat über 200 Farmer, das ist in der 40. Minute, das ist wir schon... Wir sind das Ergebnis unserer das tut schon weh fast. Wir wandeln also man sollte 70 Farm pro 10 Minuten, sind wir bei 140, 280 sollte man jetzt ungefähr haben. Ah, da komme ich selbst nicht ran. Aber ich habe noch 30 Sekunden Zeit, warte mal. Auferstehen lassen. Oh, ich sehe da was, ich sehe da was. Niemand kennt den Willen der Wüste besser als ich. Nee, Freund, nicht mehr. Folgen nicht so, mein Freund, der ist so schon wieder tot. Alter! Ist keine Zukunft. Wir werden ausgraben, was verloren geht. Soldaten, vorwärts! Kein Opfer ist zu groß. Glaubt an die Zukunft. Ich probiere jetzt mal was. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber bleibt mir wohl. Der Befehl wurde erteilt. Nein. Erkennt, wenn die Zeit reif ist. LOL! Die Macht der Sonne lebt in Schweden. Mein Imperium lebt in jedem Sandkorn. Das war haarscharf. Schurima lebt in mir. Nein! Nein! Oh, das kann nicht sein, ey, ohne Scheiß. Doppeltötung. Das ist doch nicht die Wahrheit. Ja, lass dich killen von mir, ist auch okay. Lol, echt jetzt? Ich hab den Kill nicht mehr bekommen. Das ist gemein. Ein Gegner verfällt in Blutrausch. Ja, Charmander, verstehe ich nicht. Ich bin Shurimas Sonnenaufgang. So, 540 AP, jetzt wird es Zeit, dass wir das mal im Teamfight einsetzen, und zwar richtig im Teamfight einsetzen. Ihr müsst mir nicht folgen, doch ihr müsst Zeuge werden.
Mann, ich jetzt schon, Leute. Nein. Alle Augen sind auf uns gerichtet. Turin duldet keine Verbrechen. Wir wandeln auf dem Pfad der Erleuchtung. Ich werde Shurima wieder auferstehen lassen. Alle Augen sind auf uns. Ihr müsst mir nicht folgen, doch ihr müsst Zeuge werden. Mein Imperium lebt in jedem Sandkorn. Loyalität wird das Vermächtnis Shurimas wird überdauern. So, und jetzt pushen. Ohne Shurima gibt es keine Zukunft. Jeder wird Shurima kennenlernen. Wir sind das Ergebnis unserer Entscheidungen. Soldaten, vorwärts! Geht mit mir und lernt Erhabenheit. Der Befehl wurde erteilt. Ich bin Shurimas Sonnenaufgang. Shurima ist die Aufgestiegenen werden die Menschheit erleuchten. Ach, come on. Wisst ihr, wir haben zwei, drei Leute haben wir gekillt. Drei ganze Leute und dann kriegen die es nicht zu 15, einfach die scheiß Lane zu nehmen. Es wäre jetzt vollkommen egal gewesen, ob diese Welt jetzt noch so ein Power abgestellt hätte. Wir hätten das so easy jetzt durchgerusht. Ja, bleib auch nicht im Turm stehen. Ich habe meinen Sohn ja so richtig gefunden. Ich bin groß. So. Habe ich gesagt. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Es ist bestimmt auch zu einem gewissen Teil meine Schuld mit, aber ohne Mist, es wäre so einfach gewesen, das jetzt einfach durchzupushen, den Tower zu holen. Selbst wenn wir das nicht geschafft hätten, die hätten total verteidigen müssen. Wir hätten vielleicht einen Inhibitor verloren, die hätten Dreier verloren, komplett, die hätten alle drei Inhibitor verloren. Ganz einfach. Der kriegt ihn denn jetzt. Und der ist so ein Scheiß. Ich kann mit Asio nur mal nicht gut Inhibitoren pushen, ich bin normalerweise ein AP-Champ. Aber es geht halt gut mit Asio Tower zu pushen und deswegen brauche ich da jemanden, der mir beim Tower pushen hilft. Aber das verstehen die Leute nicht. Habe ich jetzt ein Bad Trinket? Ja. Kann man ja auch ein gut Trinket. So. Ein Herrscher Trinket erkennt, Finding. Wenn die Zeit reif ist. Die Geschichte wird von uns geschrieben. Niemand kennt den Willen der Wüste besser als ich. Kein Opfer ist zu groß. Entschuldigung, was soll man da jetzt machen? Lebt in Shurima. Jene, die mir folgen, folgen dem Schicksal. Wir das werden war's. Ausgraben, was verloren geht. Jetzt verlieren wir das Spiel. Ja. Erster Tod. Schlafende Welt muss erwachen. Das war's jetzt. Ich meine Ulti jetzt nicht perfekt lande. Die aufgestiegen die Menschheit erleuchtet. Varus ist tot, das heißt der Damage-Drücker. Gar mit 5k? Hä? Ich bin Shurimas Sonnenaufgang. Jede, lol. Die mir folgen, okay. Folgen dem Schicksal. Das Vermächtnis Shurimas wird. Das Schicksal liegt in Ordnung. Ja, da konnte ich ja nichts mehr machen. Ist das gut? Oh mein Gott, die müssen komplett im Bett. Da sind zwei Individuen gefallen. Geht weg! Geht weg! Let their use her Baron to defend. Farm. We need full equip. Ich weiß nicht, ob der jetzt in dem Sinne das richtige Wort ist, aber ist mir auch relativ egal eigentlich. Die Leute wissen schon, was ich meine.
Im Englisch war ich nie der Blinzer. So. So, ich habe 700 AP, ey, what the fuck, das ist echt heftig. Wir wandeln auf und dazu noch 3000 Leben, guck dir mal an, 700 AP, 3000 Leben und richtig harte Resistenzen. Und da will mir einer erzählen, dass Arsene momentan nicht OP ist, ey. Und ich kann ihn nicht spielen. Ohne Mist, wenn das jemand, wenn jemand Arsene spielen würde, der das kann, der würde so abgehen. Ja, toll. Bitch! Das hab ich nicht. Wir sind das Ergebnis unserer Entscheidungen. Ihr müsst mir nicht folgen. So, jetzt geht's aber los hier. Niemand kennt den Willen der Wüste besser als ihr. Geht mit mir und lernt erhaben. Zeig euch mal, wie gut als Tower pushen kann. Ja, dafür bin ich mir alleine gestorben. Ich hoffe, Morgana haut jetzt ab, genau. So. Oh. GG. Das kann Vayne niemals alleine aufhalten. Sobald die einmal durch die Minions durch sind, war's das. Na kommt. Ja, jetzt. Jetzt war's das. Oder? Schaffst du das noch? Nee, schaffst du nicht, ne? Sehr schön!